In diesem Teil zeige ich dir nun, wie du ein Abbildungsverzeichnis gestaltest. Ich habe hier zu Testzwecken einfach zwei beliebige Bilder eingefügt. Sag nun rechte Maustaste, Beschriftung einfügen. Ich kann hier bei Beschriftung nun zum Beispiel schreiben Computer 1. Speichert es unter Abbildung, unter oder über ausgewählten Element und sage OK. Das gleiche mache ich mit diesem Bild hier. Beschriftung einfügen, Abbildung 2. Nennen wir es Tisch und Mitarbeiter. OK. Fertig. Jetzt kann ich auf die letzte Seite springen, einen Seitenumbruch machen. Und hier zum Beispiel sagen, verweise und Abbildungsverzeichnis einfügen hier unter Beschriftungen. Kann nun hier wieder, wie beim Inhaltsverzeichnis, verschiedene Dinge auswählen. Sollte eigentlich so passen, wie es ist. Sag OK und jetzt schreibt er mir hier die einzelnen Abbildungen hin.